Leute, euer Favorite Pferdemädchen ist wieder am Start und spielt Star Stable. Es geht weiter. Wir haben hier noch einiges vor uns in diesem Game, denn mein Endziel, die Teufelsschlucht zu erreichen, ist noch in weiter Ferne, so wie das aussieht. Und wir müssen ja auch immer noch rausfinden, wo Khan hingegangen ist. Also nicht der Khan, sondern das Khan, das Pferd Khan. Und meine Detektivarbeit beginnt direkt und ich muss nach Hinweisen suchen. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt was finde. Ich muss auch sagen, ich habe ja wirklich in jeder Folge Star Stable, die ich aufnehme, eine neue Identität, muss man schon fast so sagen, nicht? Okay, also hier haben wir eine Brille gefunden. Hier haben wir ein Telefon. Also diese ganzen Sachen, die hier liegen, die lagen halt vorhin schon da. Also wenn ihr das die anderen Star Stable Videos guckt, wo ich so hier in dem Bereich unterwegs war. Oh, wie cool sieht... Oida! Haben die die gerade vorbeischnibbeln sehen? Wie hübsch sah die denn aus? So will ich auch aussehen. Was ist denn hier los? Die hat Elfenohren. Das möchte ich bitte auch haben. Ach, das gehört Linda, das alles. Okay. Eine Seite aus dem Buch Peter Pan. In der letzten SMS, die sie bekommen hat, steht, triff mich heute Abend um 7 hinterm Stall und ich werde dir die Wahrheit sagen. Komm allein. Hast du nicht Lindas Sachen hinterm Stall gefunden? Ja. Oh mein Gott, wurde die einfach entführt? Oh nein, ich muss jemanden anrufen. Oh Gott, jemanden anrufen. Godfrey, der Butler. Okay, das mit dem Anrufen war jetzt nicht ganz so schlimm. Das ist in Real Life definitiv schlimmer. Okay, wir gehen jetzt Godfrey, den Butler, finden. Ich glaube, ich reite ihr hinterher, oder? Ach, hier. Oh, ja, der schaut jetzt nicht ganz so glücklich aus. Der sieht aber auch nicht nett aus. Hä? Dein Auto verpestet hier auch ein bisschen die Luft. Los, wir reiten dem hinterher. Los, hinterher. Ja. Ach so, nee. Ich wollte doch... Nee, stopp. Ich sollte doch lieber dem Auto folgen. Der wusste doch ganz offensichtlich, was hier Phase ist, aber... Ich hätte hier ganz eindeutig dem Auto hinterherfahren müssen. Na gut. Anyway, ich folge den Büchern. Das mache ich sowieso gerne. Wie weit geht das denn hier mit den Büchern? Also sehr, sehr weit. Guckt mal hier oben auf die Karte. Die hat mir aber hier viele Büchers liegen lassen. Büchers? Hier muss ich ja richtig Gas geben. Halbe Map hier. Stellt euch mal vor, man überspringt einfach so aus Versehen so eine Seite von den Büchern und dann klappt das alles nicht. Da muss man den ganzen Weg nochmal zurückgurken. Okay, hier ist der Van. Hier geht's dann nach... Oh mein Gott, kann ich endlich ins Schloss? Like... Ja, natürlich kann ich immer noch nicht ins Schloss. Ich wollte doch nur ins Schloss. So, wo ist denn meine Mausi-Schnecke? Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Ja, wahrscheinlich, ne? Bin ehrlich, ich muss mir diesen Stall da oben eigentlich mittlerweile mal als Heimatstall machen, weil ich bin ja fast nur dort unterwegs. Los, los, los. Ah, ist das nicht schön? Woo! Okay, jetzt sagen wir hier ihr mal Bescheid. Es gab Gerüchte über ein weinendes Mädchen im Schloss. Aber könnte das wirklich sie sein? Ja, normal ist sie das. Ich soll warten, bis es im Schloss anfängt zu weinen und dann soll ich das aufnehmen? Okay, ja, das kann ich machen. Ich guck mal kurz, was sie hier vorhat, weil die hatte, glaube ich, auch noch was. Die Baroness, die kennt aber auch gar nichts, aber... Die Baroness, die kennt ja überhaupt nichts. Habt ihr da gerade den Text gelesen? Ja, also das werde ich jetzt hier mal noch ganz kurz klären, dass hier die Ölförderung abgesagt wird. Das habe ich dann ja offensichtlich geschafft. Dass die damit aufhören müssen. Guckt euch an. Ja, ich bedrohe dich nochmal, Herr Campbell. Okay, du böses kleines Kind. Du rennst schon wieder. Vorläufig zumindest. Ich weiß, dass es sich bei den Seriennummern um ein Missverständnis handeln muss. Aber ich will nicht, dass die Baroness meinen Ruf zerstört. Also sag ihr, dass ich mit dem Bohren aufhöre, bis ich das geklärt habe. Ja, dann klär das mal. Du bist wirklich eine Nervensäge. Mein Ruf könnte durch das kindische Verhalten einer Göre zerstört werden. Niemand sollte mich hereinlegen und du hast das schon zweimal gemacht. Tja. Kann ich jetzt auch nicht so richtig helfen, ganz ehrlich. Nichts kann mich da daran hindern, nach Öl zu bohren. Ja, das offensichtlich ist das nicht der Fall. Ja, also da habe ich mal wieder absolut abgeliefert, delivered, reingehauen und das Böse besiegt. Und ich hoffe, dann kann ich mich jetzt gleich als nächstes nämlich voll auf die Aufgabe konzentrieren, hier rauszufinden, was hier... Ich hätte gerne dieses Pferd. Ich glaube, ich kriege das wahrscheinlich nicht, aber ich hätte es echt gerne. Das sieht nämlich echt cool aus, dieses Geister-Dämonen-Pferd.
So, sie freut sich, dass der Typ sauer ist. Ich freue mich, dass sie glücklich ist. Schöne Sache. Haben wir doch heute die Welt wieder ein Stückchen was besser gemacht. Aber ganz ehrlich, ich fahre jetzt dann mit dem Trecker hin. Ich reite da jetzt nicht nochmal die ganze Strecke lang. Bin auch da gerade schon lang geritten. Okay, hier warte ich jetzt, bis jemand heult. Heult denn schon jemand? Hat jemand geheult? Ich habe das nicht gehört. Vielleicht höre ich mittlerweile einfach schlecht. Ich habe halt so Angst, wenn ich das jetzt zu meinem Hauptstall mache und bald die Aufgaben hier vorbei sind, dann habe ich halt auch nicht so viel gekonnt. Aber meint ihr, das lohnt sich so regelmäßig, den Stall zu wechseln? Wahrscheinlich, ne? Okay, also jetzt muss mich die Baroness ins Schloss lassen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie mir das einfach immer noch nicht erlaubt. Ja, natürlich. Natürlich erlaubt sie es mir nicht. Okay, und hier müssen wir jetzt wieder eine Nacht drüber schlafen, über diese Storyline. Das ist ja aber völlig in Ordnung, denn ich kann ja hier, glaube ich, auch schlafen. So, ja, dann mache ich hier kurz diese Aufgaben. Sind schon wieder Ponys ausgebüxt. Die bringe ich jetzt alle mal wieder nach Hause. Ich muss sagen, also mir wurde ja dieser Stall hier vorgestellt als so der edelste, hat sie ja gesagt zu mir. Aber das ist bisher der einzige Stall, wo hier regelmäßig Pferde ausbrechen. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. So, das bringe ich hier erstmal bis vor zur Straße. Dann hole ich das da hin, sonst muss ich nämlich hier alles wieder doppelt latschen. Und das muss ja nur wirklich nicht sein. Beide Pferdchens. Aber ich glaube, dann müsste ich hier auch noch auch irgendwann in dem Stall einen richtig guten Ruf erreicht haben, oder? Das bringt mir doch auch Sachen, wenn ich einen guten Ruf habe in dem Stall oder in dem Bereich irgendwo. So, hier kann ich jetzt nämlich schlafen und dann kann ich die Aufgabe machen. Okay, also wir gehen jetzt davon aus, dass Linda im Schloss eingesperrt wurde. Wahrscheinlich von dem Butler, der von der Baroness beauftragt wurde. Wir wissen auch, dass die Baroness sehr schweigsam über ihren früheren Ehemann John Sandman ist, über den sie sagt, er sei tot. Dieser John Sandman müsste demnach der Großvater von Justin sein und der Mann, zu dem Justin und Sabine gefahren sind. Die Polizei noch nicht, aber bald. Hör mal, es gibt da jemanden, mit dem du sprechen musst. Ihr Name ist Elizabeth Sunbeam. Sie ist meine Mentorin und sie kann uns helfen. Ja, ich finde aber trotzdem, das ist ein Fall für die Polizei, bin ich ganz ehrlich. Eine, die im Schloss eingesperrt ist, ist irgendwie nicht, das weiß ich nicht, ob das meine Aufgabe ist, bin ich ehrlich mit euch. Ui, hier Vailedale Village. Ja, da war ich aber schon mal in der Nähe. Das heißt, auch da kann ich schnell hinreisen. Da ist die Hübsche schon wieder da unten. Die hat so einen coolen Skin. Da müssen wir jetzt gerade noch mal ganz kurz hingucken gehen. Excuse me, wie cool sieht das denn bitte aus? Das könnte so ein richtiges If this is your vibe, I wanna be friends Video sein, weil If this is your vibe, I wanna be friends. Okay, Vailedale. So, also ich glaube, in dem Ort selber war ich halt anscheinend noch nicht, Vailedale Village. Ich muss überhaupt das mal gucken, wie ich da jetzt hochkomme. Also nicht dort lang anscheinend, weil dort ist nämlich immer noch zu, sondern hier hoch. Ein Stern! Die sammeln wir ein. So, hier ist ein Zaun. Komm, wir gehen da schon mal nicht lang. Aber hier hinten komme ich lang. Boah, wie schön das aussieht, Mann. So ein hübsches Spiel. Ach, Mann. Da ist Schnee da hinten. Ist das Vailedale Village das da unten? Boah, ich bin echt froh. Also einerseits, ja, habe ich natürlich einen Haufen Zeit damit verplempert irgendwie, dass ich so viele Sidequests die ganze Zeit gemacht habe. Andererseits muss man halt auch irgendwie einfach sagen, ich habe damit schon sehr, sehr viele Bereiche freigeschalten. Vailedale Championat. Okay, ah ja, ich kann hier jetzt wieder ein neues Rennen machen. Cool. Ashby ist schon recht schnell, deshalb sollte das auf jeden Fall klappen. Hallo. Irgendwie hat meine Maus hier gerade gesponnen. Das war jetzt für den Start natürlich eher ungünstig. Wow, hier durchs Wasser jetzt? Bah, wie cool. Jetzt habe ich gerade den Windstoß bekommen. Oh mein Gott, jetzt wird es hier dunkel. Hä, was geht ab? Alter. Ah, hier kriege ich einen Windstoß wieder. Oh mein Gott. Das ist ja das beste Rennen jemals.
Ich fühle mich, als würde ich bei Harry Potter. Hä, wie cool ist das denn bitte? Ey, sorry, ich bin gerade völlig geflasht. Das ist ja so ein gutes Rennen. Hä? Ah, nicht schwimmen, nicht schwimmen. Oh, bin ich da gerade geflogen? Ich bin da gerade geflogen. Huch, nein, nein, los, lauf, Ponylein, lauf. Ich war nicht schnell. Ich war nicht schnell genug, was? Ey, das will ich jetzt aber nochmal machen. Ich fand, ich war schon recht schnell, oder? Okay, dann probieren wir das jetzt nochmal in schnellerer Geschwindigkeit. Alter, das ist wirklich, und das muss ich jetzt einfach mal so sagen, das beste Rennen im ganzen Spiel, glaube ich. Also außer ihr sagt mir jetzt in den Kommentaren, es gibt noch ein krasseres, besseres. Aber das ist ja völlig, das ist ja einfach insanely gut. So, ah, vorhin hat mich das hier ausgebremst. Jetzt gerade nicht. Das heißt, da muss ich mich damit vielleicht doch gar nicht so sehr befassen. Im ersten Versuch war ich nicht schnell genug. Deshalb will ich das jetzt natürlich in einer ausgezeichneten Zeit hinkriegen. Nein, 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 nein. Verdammt, verdammt, jetzt geh da rum. Los. Das könnte es mich jetzt schon wieder gekostet haben. Woo. Okay, okay, okay. Uff. Nein, jetzt. Ah! Ach Mann! Ich hänge schon wieder fest. Oh, das schaffe ich nie. Ich will heulen gehen, Leute. Ja, das schaffe ich doch, glaube ich, never ever. Oh, verdammt! Komm, aber jetzt 3 Versuche. Aller guten Dinge sind 3. Schreibt mal bitte jetzt in die Kommentare, ob ihr denkt, dass ich das jetzt schaffe. Ich konzentriere mich jetzt komplett. Oh. Nein, 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 nein. Los, los, los. Nein. Jetzt hat es das nicht mitgenommen, ne? Ich krieg die Krise. Ich bin noch aber nah vorbeigeritten. Ich schaff das heute in dem Video noch. Nein, nicht schon wieder. Das ist hier so eine ungünstige Stelle. Ich muss mir die Stelle da mal merken. Okay, ich versuch's am Ende des Videos nochmal. Ich will jetzt aber erstmal zu der Person hingehen, mit der ich hier actually reden muss. Boah, das ist ja das hübscheste Dorf. Why so cute? Elizabeth. Ich habe sie gefunden. Also, sie glaubt auch, dass die Baroness irgendwas zu verstecken scheint, aber das ist ja offensichtlich. Die sind daran gewöhnt zu bekommen, was sie wollen. Ja, das ist halt so bei Adligen, ne? Okay, also ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwie diesen Herr Sandmann finden. Okay, jetzt darf ich was Magisches machen mit Runenstein und einem Stock. Ich fühle jetzt schon was Magisches. Ich fühle ja jetzt schon was Magisches. Meine magischen Ponyträume werden wahr. Ich und mein magisches Pony gehen jetzt magische Pony-Sachen machen. Und niemand kann uns aufhalten. Sie macht, glaube ich, gerade die gleiche Task. Ich habe den Zauberstab geschwungen. Und es leuchtet. Oh mein Gott. Ich bin Hermine Granger. Yes. Seht ihr das? Ich habe das zum Leuchten gebracht. Ich und mein magisches Ponypferd. Sie haben alle zu glühen bekommen und sie findet, dass das sehr beachtlich ist. Ich halte das auch für sehr beachtlich. Das ist das erste Mal, dass jemand, ich meine, danke für deine Teilnahme. Bin so speziell! Ich bin jetzt auch eine Bewahrerin von Aideen. Aideen. Okay, ich muss wieder zurück nach Fairgrove. Aber nicht ohne noch ein letztes Mal diese unheimlich unnötig schwierige Task zu versuchen. Da sind doch Pferde, die da so stehen. Sind die magisch? Do you look magical? Nein, ich brauch das. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber ich kaufe jetzt hier ein Einhorn. Wie nennen wir dich? Irgendwas mit Feder. Mit Fee. Fairy? Gibt's das? Nein, nicht Flame Jungle. Das ist komisch. Ich nenne dich Flower
Flower Duck ist auch nicht schlecht. Flower Crystal. Flower Crow, Flower Cross, Flower Dancer. Oh mein Gott, ist das cool. Ich nenne dich Flower Dancer. Ja. Und ich werde auch das andere Einhorn noch kaufen. Ich habe ein Einhorn. Jawohl. In jedem Spiel, egal wo. Ich schicke das erstmal kurz in den Stall, weil ich hole ja auch noch das andere Einhorn. Guck, Leute. Ja. Ja, das ist jetzt mein Einhorn. Okay, also hier steht irgendwas mit Kohle. Das finde ich natürlich irgendwie ein bisschen, das finde ich hier schon fast zu einfach. Ash habe ich schon benutzt mit Ashby. Oh, Bad wie Fledermaus. Ich kann mich nicht entscheiden. Boah, wisst ihr, was auch cool wäre? Irgendwie sowas wie irgendwas mit Flame am Ende. Ja, Unicorn ist halt schon, das finde ich hier schon fast ein bisschen Twilight. Ja, obwohl Twilight passt hier schon gar nicht so ganz. T habe ich auch schon als Vornamen für ein Pferd. Ich nenne es Starfire, Leute. Jawolski. Das ist mein Body. Ich habe zwei Einhörner und ein magisches Ponypferd. Also ich habe ja, theoretisch habe ich ja doch mehr magische Ponypferde. Jawohl. Alter, das lohnt sich ja mehr, als das sich nur lohnt. Ey, ihr wisst nicht, wie froh ich gerade bin, dass ich hier sitze. Ich kann nicht mehr. Wie süß sind die denn alle? Guck mal, die süßen Mäuse. Ein Haustier, ein Eichhörnchen, eine Ziege und eine Eule. Ich glaube, ich nehme die Eule mit. Jetzt habe ich aber Geld ausgegeben. Aber ganz ehrlich, das lohnt sich doch, oder? Das war es doch jetzt absolut wert, oder Leute? Boah, macht mich das gerade glücklich. Ich bin so glücklich, jetzt werde ich doch dieses Rennen wohl schaffen, oder? Ich bin so glücklich, jetzt werde ich doch nach 6 Versuchen oder so dieses Rennen jetzt schaffen, oder? Ich will aufgenommen werden. Ist mir alles egal. Ich will aufgenommen werden in diesem Club. Was auch immer der Club hier ist, ich will Teil davon sein. Mir egal. Das ist mein Club. Hier stehen Einhörner so random rum. Ich habe hier irgendwelche Steine zum Leuchten gebracht. Wir nehmen Teil an diesem Club. Gib Gummi, Ashby, gib Gummi. Los, rein in den schnellen Galopp. Komm, Ashby. Das ist jetzt unser Pony-Pferde-Club. Hier müssen wir uns reinarbeiten. Das muss jetzt klappen. Und danach gehe ich wieder zurück zu der anderen. Bumm. Geflogen bin ich. Hä, was war das denn jetzt? Warum bin ich denn jetzt hier langsamer geworden? Wo denn jetzt lang? Oh, das schaffe ich doch safe schon wieder nicht. Habe ich das jetzt wenigstens gesammelt? Nein, das hat es nicht eingesammelt. Warum hat es denn das jetzt nicht eingesammelt? Das war doch jetzt das Letzte, oder? Das war doch gerade das Letzte! Alter, das ist jetzt nicht wahr. Ja, ich rede mir jetzt ein, es wäre eh nicht schnell genug gewesen. Habe ich es dann vorhin beim ersten Mal gar nicht ganz geschafft? Ich hätte gedacht, ich hätte es geschafft vielleicht. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Bin ich jetzt Teil von dem Club hier? Hallo, ich hab's geschafft. Rory, gib her. Tierarzt, das macht der? Ah ja, hier ist wieder jemand, der mein Pferd glücklich macht. Das ist auch gut zu wissen. So, aber was ich jetzt actually ganz gut gebrauchen könnte, wäre so ein Teil zum Teleportieren. Wisst ihr, was ich meine? Gibt's das hier nicht? Scheint's nicht zu geben, ne? Gibt's nur an dem See. Doch, gibt's. Okay, und hier kann man das dann theoretisch zum Heimatstall machen. Das werde ich definitiv irgendwann machen, weil das gefällt mir hier so krass gut. Oh, eine Druidentasche. Oh, hier gefällt es mir richtig gut. Das ist so richtig witchy und cozy und zauberhaft einfach. Ich will gar nicht zurück zu dem... Was hat sie gesagt? Nach Feargrove soll ich jetzt, ne? Genau, zu der hier soll ich. War das nicht das, was ich gerade machen sollte? Doch, war es doch, oder? Hier. Ah ja, hier. Jemand Altes. Ich brauche jemanden, der sehr alt ist. Frage die alten Leute, ob sie einen Mann namens John Sandman kennen. Ja, gehen wir mal alte Leute suchen. Das ist witzig, weil jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme,
Ist meine Omi zu Hause bei mir? Vielleicht sollte ich die mal fragen, ob die den Sandmann kennt. Okay, die kennt ihn nicht. Ist ja ein Gasthaus. Hier höre ich auch Gespräche, aber sie hat damals Miete bezahlt. Oha, habe ich jetzt die Adresse von dem Typen? Ich habe die Adresse und jetzt finde ich wahrscheinlich auch noch raus, wie der aussieht. So, wir sind jetzt hier beim Bürgermeister. Okay, der hat irgendein Problem mit Computern, glaube ich. Okay, aber jetzt hat er doch kein Problem mehr damit. Hä? Fangen Sabine? Hä, warte mal, Sabine hat das Bild geklaut? Die war hier? Da ist die Sabine. Sabine! Alter, wie die auch aussieht. Mit dem Hut auf, also mit diesem Kompletthut auf und dem brennenden Pferd. Das ist ja, die ist ja völlig episch. Also die hat ja, die hat ja Aura studiert. Ja, jetzt habe ich sie doch aber eingeholt. Ja, Sabine, ich bin schneller als du. Ich bin zu schnell für Sabine. Okay, ich musste einfach ein bisschen länger bei ihr bleiben. Aber Sabine ist einfach verschwunden jetzt. Jetzt kann ich mir das Bild bestimmt gleich angucken und dann sehe ich, wie der Sandmann aussieht. Danke, er sagt, es scheint, als wäre deine Generation kein totaler Reinfall. Vielen Dank dafür. Danke, Franklin. Cool, jetzt muss ich noch irgendwas hier abholen. Das fühlt sich wirklich, also das fühlt sich wirklich ein bisschen so an, wie wenn ich irgendwas beim Amt hier in Deutschland besorgen brauche, will irgendwas. Da muss ich auch immer zu 6 verschiedenen Leuten für eine Sache. Der Absender ist ein Postfach im Silverglade Village. Ja, das werden wir mal sehen, ob das was hilft. Jetzt soll ich wieder zu der Elizabeth. Also wenn ich mal eine Sache sagen kann, dann das. Dieses Schnellreisen in dem Game, das ist absolut großartig. Okay, sie hat mich ein Detektiv genannt. Es gibt einen Mann, der Sans heißt, der dem auf diesem Bild wahnsinnig ähnlich sieht. Herr Sans ist der Anführer von Dark Core. Eine Organisation mit einem noch böseren Vorhaben als dem von der GED. Ey, hier sind so, also, das ist, dieses ganze Storyline ist so episch, ich liebe das. Auf jeden Fall sind hier sehr, sehr böse Mächte am Werk. Das ist jetzt aber heute auch die letzte Aufgabe. Ach, bin ich jetzt überhaupt richtig? Quatsch, ich musste doch gar nicht hin, ich musste doch aufs Landgut. Ein bisschen Geld verzapft jetzt. So. Okay, also ist jetzt auch der Typ. So sieht der aus! Der ist tatsächlich auch ein bisschen gruselig. Okay, Leute, das war es erstmal soweit bis heute. Wir haben sehr, sehr weit gespielt. Wir sind sehr weit gekommen jetzt. Haben magische Einhörner gekauft, was ich immer noch total toll finde. Und super viele Rätsel jetzt schon gelöst. Ich hab das im Gefühl, wir kommen der Teufelsschlucht immer näher. Okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei dem Video und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als ciao. Kakao!